Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier bei League of Legends beim Schwarmmodus. Bei den Chilling Gamern mit dabei habe ich den Chris Bro. Ja, moin. Und die Svenjamin. Moin. Und Sinus. Sinus. Ich spiele heute mal Jinx. Der Chris Bro ist unterwegs mit Illaoi und Svenjamin probiert den starken Yasuo aus. Wir sind jetzt automatisch irgendwie auf dieser Map gelandet, obwohl ich die ja. Also, ich habe diese Matchmaking-Map halt ausgewählt. Und wir sind halt hier gelandet, was ja spannend ist, weil das eigentlich gar nicht unser Plan war, ne? Ne, ist richtig. Aber vielleicht als Matchmaking auch nur, dass man dann halt irgendwo reingeht. Ja, Schwierigkeitsgrad ist schwierig. Wollen wir mal gucken, was das so heißt alles. Und weiterhin wollen wir immer versuchen, viel Gold mitzunehmen, um uns Aufwertung holen zu können. Mein erster Roll beim Level Up war übrigens extrem blöd. Mal gucken, wie es weitergeht, ne? Das sieht immer noch nicht besser aus, ehrlich gesagt. Ich habe mir das genommen, das ist hier auch nicht bei. Ich habe mich auch noch voll verguckt gerade eben, oder? Ja, habe ich. Was ist denn los? Ich glaube, das wird eine ganz besonders gut. Eine ganz besonders schöne Folge wird das. Na egal, gucken wir mal. Schade, ein bisschen zu früh benutzt. Hm. Waren ja gar keine Gegner in der Nähe. Karte kennen wir halt schon. Die Frage ist, was hat sich geändert? Auf zur Yuumi-Challenge. Eigentlich stehe ich hier schon, aber ich sehe hier noch nichts. Die kommt ja immer erst ein bisschen später, haben wir jetzt ja schon gelernt. Wir warten im ersten Moment und dann taucht die Challenge auf. Richtig, richtig. Das macht ganz schön viel Schaden, dieses Wellending. Ja, ein mega Fischern. Yuumi-Bot beschwört eine Yuumi-Drohne. Ja, das ist ja spannend. Das will ich mal ausprobieren, habe ich noch nie gehabt. Tut mir leid, muss ich mitnehmen. Ich bin davon erwischt worden. Mhm. Oh, ich glaube, das überlebe ich nicht. Nee, keine Chance. Rolle die Bälle in den Zielbereich. Und das war's. Ging ja schnell. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal wieder. Erstmal tschö. Ciao. So. Wir sind einfach sehr gute Spieler und deswegen haben wir es geschafft, zum Boss zu kommen. Vielleicht haben wir aber auch einfach einen echt kranken Mate. Nur ganz das, vielleicht. Das werdet ihr natürlich jetzt nicht sehen am Ende, weil ihr die Schadenszahlen nicht sehen werdet. Aber ich vermute, also der Typ ist krank drauf. Der ist auch toll. Schon, du darfst jetzt keine Karten aufheben, du darfst jetzt aufheben, wenn du nur noch hier maxen musst. Dann hebst du eine Karte auf. Also das ging heiß her. Haben wir jetzt gelernt. Der Boss ist ja nun auch noch ein bisschen schwieriger gewesen. Allerdings sieht auch das gerade machbar aus. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden der Junge macht. Also ich will es schon wissen nachher, aber wir werden sehen. Geht auf jeden Fall gut runter, der Boss. Oh ja. Oh, er hat mich weggestoßen. Alles klar, ich wurde einfach rausgeballert und war sofort tot. Ja, du darfst nicht in den roten Bereich fliegen. Wow, ich habe einfach massig Schaden gerade gekriegt. Ich wollte sagen, jetzt wird es ein easy run, aber... Ist ja. Es nicht. Wo liegt er denn? Kann man euch irgendwie aufheben? Ich stehe schon außerhalb des Bereichs. Da hast du wahrscheinlich keine Chance. Da, ja, danke, ich lebe. Ja, easy. Wer lag am Boden? Ich nicht. Alter, er hat mich auch schon wieder richtig weit rausgeballert. Ja, ich würde sagen, der fällt jetzt direkt und ja, so kann man es schaffen. Mal gucken, was wir dadurch jetzt noch Tolles Neues kriegen. Vielleicht war es aber das letzte Video. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.